und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Far Cry New Dawn. Das letzte Mal mit vielen Hindernissen haben wir es geschafft bis zu dem Eber. Da oben. Und ich würde sagen, nicht lange quatschen, sondern reinklotzen. Nicht kleckern, sondern klotzen. Und auf geht's nach oben. Mal gucken hier. Ein paar Leute gibt's ja auch noch gratis. Ein bisschen rumsneaken. Wir gehen mal um die Hütte drumherum. Das war jetzt gar keine gute Idee. Das ging schief, eindeutig. Okay, dann müssen wir das Ganze ein bisschen anders anfangen. Ui, hier ist ja richtig was los. Okay, das ging vorhin ein bisschen schief, gerade eben. Und von daher machen wir das jetzt ein bisschen anders. Boah, was ist denn hier los? Haben die alle Ausgang? Mal. Ja, ich verstecke mir erstmal eine Runde. Gelandet habt ihr die Beine wegzusäbeln, mein Freund. Nein, ich bin nur vorsichtig. So, ich sag euch, ich habe keine Angst, ich bin nur vorsichtig. Ich gleich mal ein bisschen einkaufen gehen hier. Brauchst du eh nicht mehr, was da oben liegt. Das brauchst du eh nicht mehr. Oh. Sollen wir schnell die Füße machen hier. Oh, ja, alles gut. Noch was zum Einkassieren? Sehr gut.
Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Versteck so finden. Sie ist hier auf Boden und das Buch mit dem Schuppen. Ein paar Sammelspiele, perfekt. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt wenig die Hühner gekillt. Da ist der wilde Eber drin. Ich hab so ein dummes Gefühl. Das muss gleich irgendwo sein. Lass die Waffe wechseln. Reicht Maurizio. Aha. Ja, natürlich. Ein Eber zum Liebhaben. Naja, abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt auch mit dem Eber spazieren gehen. Nö, das wird nicht gebraten, da hast du Pech. So weit kommt das noch, das Schwein einfach braten. Brat dich doch selber, Mann, jetzt so ein Huhn ist ja nicht dran. Okay, den Schuppen haben wir untersucht, das Ding haben wir jetzt hier gegessen. Damit haben wir das hier durch. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Auf zur nächsten Runde. Jetzt. Zwei. Hier fehlt noch was. Die suchen wir noch. Story Mission. Ich glaube, da werden wir dann als nächstes mal hingucken. Und dann mal so hier noch hin und dann gehen wir zum Außenposten. Aber jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Klebeband suchen. Das ist garantiert wieder so offen, dass ich es nicht sehe. Meistens so. So gut versteckt offen. Weil das, was offen liegt, das übersieht man am besten. Nein. Na, wo ist es? Hat der Eber gefressen? Jo. Wobei das bestimmt noch mal ganz amüsant ist, mit dem Eber unterwegs zu sein. Jetzt ist die Frage, das Klebeband, muss ich da hoch oder ist das jetzt hier unten? Das ist jetzt die Preisfrage des Jahrhunderts. Okay, gehen wir noch mal gucken hier oben. Ja, das sind nicht die Punkteheftchen. Aha, guck mal da. Guck mal einer, schau. Ja, okay. Aber das, was ich versuche, bringt es mir trotzdem nicht. Ah. Ah. Aha.
Einmal und da vorne liegt nochmal und dann halten wir das. Na, dann hätten wir das ja abgeschlossen, sicherlich. Ja. Okay, setzen wir ein neues Ziel und dann geht's auf. Nicht lange rumgequatscht. Machen wir erst die Mission oder Puma oder ja, ist vielleicht das günstigste. Weil da komme ich hier als nächstes vorbei. Ist ja auch nur 391 Meter weg, also ist nicht allzu weit. Fast um die Ecke hier. Ich mache mir jetzt einfach mal den Spaß, obwohl ich mit Timber gerne unterwegs bin, Helferauswahl. Und wir nehmen mal das Grunzi. Jetzt versuchen wir uns mal mit Grunzi. Mal sehen, was bei rumkommt bei der ganzen Geschichte. Kann nur eine Katastrophe werden. Ganz schön agil, also das muss man ihm lassen. Hui! Ja, den hast du ganz gut sauber gemacht, ne? Ja, und direkt gut abgeputzt. Jetzt fährt da schon wieder jemand weg mit den Dingern. Ach, das ist ja wohl. So, da fällt wieder irgendwo eine Lieferung runter. Wir schossen da die auch noch nebenbei. Oh, ich kann mir sie alles wünschen hier. Ach, liegt da. Da fliegt da. Und da kommt die Lieferung. Hoch, die fast zu unseren Füßen. Nur ein bisschen hier hoch. Und ein bisschen dahin. Und noch ein bisschen dahin. Irgendwas in der Nähe hier. Das bringt erstmal gar nichts. Okay. So, dann wollen wir mal hier. Ratzi, Schnurri, Fatzi, Bums. Oh, hat sich doch gelohnt. Das ist auch nicht übel. Hau das Vieh einfach wieder ab. Ich glaub's ja wohl nicht. Dann könnten wir eigentlich gleich mal bei den Händler einkassieren. Kommen wir ins Aber sicher doch. Guck mal.
Das ist gut. Ja, das geht ja noch. Das als nächstes. Viel Spaß. Den wir haben. Sorry, Mister. Es wird erst noch schlimmer, bevor es besser wird. Ganz meiner Meinung. Ganz meiner Meinung. Sehe ich auch so. Boah, man könnte sie auf den Eber setzen. Neue Disziplin, Eberreiten. Kann ich jetzt erstmal rumgucken? So, das sah schon mal nicht schlecht aus. Ich habe ein super Angebot für euch in der Kampfgrube, Mädchen und Jungs. Kommt einfach her und ruckzuck klappt ihr euch schon. Ah ja, vielleicht will ich ihn ja gar nicht klappen. Okay, dann nehmen wir das hier noch mit. Hier in der Kampfgrube habt ihr die einmalige Chance mitzumachen. Neulinge, willkommen! Ja, Neulinge willkommen, ist klar. Slick. Aha. Du hast ein Kabel so dick wie Texas, das sehe ich gleich. Schätze, wir haben da ein paar Zwillinge gemeinsam, oder? Die haben sich mit mir zusammengetan, weißt du? Ich bin quasi ihre rechte Hand, sozusagen. Wir haben da so ein Ding am Laufen, weißt du? Wir schulden uns immer wieder gegenseitig was. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Sache ist die, dieses Mal schulde ich ihnen was. Oh oh, und ich bin in einer finanziellen Notlage. Ich brauche nur ein sicheres Ding und zack, hey, Problem gelöst. Hier die Kurzfassung. In dieser Arena gibt es ein paar Kämpfer und ich brauche jemanden, der die locker in die Tasche steckt. Aber zuerst muss ich wissen, was du drauf hast, dass du ordentlich austeilen kannst, verstehst du? Also, hau auf die Maschine, um deine Kräfte zu messen. Ich habe sie schon mal kaputt gekriegt. Mal gucken, ob du wenigstens halb so stark bist. Ja, warte mal. Moment, ich muss auf das klären gehen. Okay, funktioniert so nicht. Dann wollen wir mal auf die Maschine glauben. Ich bin gespannt, was das jetzt hören wird. Um zuzugeben, wie sehr sie von mir abhängig sind. Oh ja. Ohne mich würde hier alles den Bach runtergehen. Ja.
Klasse, ja, was für ein Hammer! Mit dir sollte ich mich nicht anlegen, was? Die Muskelkraft wirst du noch brauchen. Leg die Waffen weg. Da, wo wir hingehen, kannst du sie nicht benutzen. Und, das macht mich nervös. Ich krempel dich um! Nein, machst du nicht. Damit dürfen wir erstmal Ruhe haben. Will ich auch mal Freunde haben. Mecker nicht. Komm schon, es ist nicht weit. Und ich war gar nicht so schlecht. Ich hatte eine kleine Siegeserie und habe 17 Kerle nacheinander ausgenockt. 17 nacheinander. Na dann. Ich musste aufhören. Ich war zu tödlich. Den letzten habe ich so hart geboxt, der hat sein Gehirn rausgefurzt. Ernsthaft, Mann. Gehirn raus. Also, naja, alles klar. Runtergeschaltet. Ich habe nur gedacht, ich habe eine Gabe, aber ich kann sie nicht kontrollieren. Ich glaub's auch. Quatsch nicht, lauf lieber. Okay, da wären wir. Geh da rein. Meine Partnerin wird dich vorbereiten. Sei höflich. Guck ihr nicht in die Augen. Wenn du fertig bist, mache ich dir die Tür auf und treffe dich beim Waffenversteck. Schnapp sie dir, Toga. Tiger. Ja, das wird schon wieder. Ich weiß, wie der Hase hier läuft. Irwin, komm mit. Oh je. Mein Baseballschläger juckt. Ich liebe das Geräusch, wenn die Zähne splittern. Ich gehe immer direkt auf die Fresse. Damit rechnen wir nicht. Ich habe gegrillten Hund gegessen. Die Latte ist schmächtig. Ich gebe dir gleich mächtig. Ach. Du brauchst noch einen Kampfnamen, bevor du da reingehst, damit wir gegen dich setzen können. Das ist Lollipop. Albert Lollipop. Ich meine, guck dir mal diese Fresse an. Okay, du Zweck. Dann also Lollipop. Geh in den Ring, Lollipop. Endlich mal gute Musik. Hier kommt Little Fuckers neuestes Menschenopfer. Lollipop. Ich Lollipop dich gleich, das sag ich dir. Du bist tot, Lollipop. Da ist noch kein Handkanal dabei, schade. Aber hier würde ich zu gerne mal aufrollen. Lollipop, Lollipop, Respekt, Lollipop. Du wirst da drin sterben. Hört auf. Kannst dich auf was gefasst machen da drin? Mhm. Das Gefühl habe ich auch. Das wird ein Gebet. Ich will gar nicht wissen, auf was ich mich gerade eingelassen habe. Okay, ihr dreckigen Kackbratzen. Herzlich willkommen in der besten Kampfgrube auf dieser Seite der Strahlungswolken. Meine Waffen alle weg. Oh Mann. Hört auf, euch an den Eiern zu kramen und begrüßt unseren Neuzugang. Lollipop! Hoffentlich hält er länger durch als der letzte. Ach, ich geb dir gleich Lollipop. Oh, das Ding wurde umgespitzt in den Boden gerannt.
Okay, das ging schon mal schön schief. Das ist eindeutig nicht die richtige Strategie. Da habe ich mich auf was eingelassen. Aber sowas von. Schlag dahin, wo es weh tut! Das ist nicht so gut, aber haben wir ja im Prinzip alles schon gemacht. Das bin ich ja. Ja. Moment. So, jetzt. Was hier ist, totes Fleisch und lande später auf dem Grill. Gescheites, habe ich so das Gefühl. Ein- und Weglaufen ist schon mal die beste Strategie in dem Moment. Nein, in Bewegung bleiben. Das Eisenrohr. Wenn ich das Eisenrohr habe, dann... Oh, ich dachte nur noch... mal schön. Oh. Ja, noch mal eine Runde rennen, komm. Ja, ja. Oh, jetzt geht's mir wieder gut. Jetzt habe ich meine Pilzchen genommen. Wow, Lollipop kann ja richtig austeilen. Die ist ja irgendwie geschafft und Lollipop
Lollipop. Oh, genau bei den beiden reingerannt. Das war klar, das musste schief gehen. Oh, das ist fast nicht zu schaffen, oder? Nein, machst du nicht. Ah, das muss ich nicht sehen. Sehen, dass mein Leben wieder voll wird. Dann laufe ich halt ein bisschen durch die Gegend. Das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir bleiben immer zusammen. Schade. Das macht mich schön. Schön wieder Leben generieren. Laufen mal in die Richtung. Auch hier. Kriegt die nicht einen Blickling rein? Und weiterlaufen. Drei sind es also. Wo hochklettern. Na, ist halt Arena halt. Und lauf. Lauf. Einfach nur laufen, 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 laufen. Wir laufen uns gesund. Dass du auf die zurennen kannst oder so. Weil die Typen mal verarschen. Nur noch zwei. Ich bin froh, dass die KI hier nicht so programmiert ist, dass irgendwann mal einer gegen mich läuft, wenn ich mich in die Zange nehme. Obwohl, wenn sie einen immer am Arsch hängen, ist auch langweilig. Beziehungsweise schlechtes Geschäft. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir den einen noch kriegen. Ja. Wo kommt die jetzt schon wieder her? Oh! Ey, das sind ja schlimmer wie Fliegen. Oh, noch eine Runde. Ah. Komm schon, das Leben muss wieder hoch. Fällt mir schon mal. Ja,
Na komm. Ja, das wird jetzt hier eine runde Sache, würde ich sagen. Immer schön im Kreis rennen und dann mal zuklopfen. Anders wird es. Anders wird das wohl nichts werden. Ja, zwei Möglichkeiten ist nicht mehr viel. Das, was ich mir dachte. Dann kommen wieder zwei und wieder zwei und wieder zwei. Also irgendwann muss ja mal Feierabend sein. Hoffe ich doch zumindest. Dann, wenn das Leben richtig hoch ist. Die Zeit nehme ich mir einfach. Und weg. Haben wir wieder ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt hauen wir es mal wieder ab. Drehen wir noch eine Runde. Das Video wird wohl ein kleines bisschen länger werden. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so schlimm wird. Hängen ja auch am Box. Wieder ein weniger. Jetzt gehen wir uns erstmal noch ein bisschen auftanken. Ja, ja, zeige ich dir gleich. Kleinen Moment, ich brauche noch ein bisschen. Ich muss erstmal meinen Spinat essen, Popeye spielen. War mir so klar. Gleich drei, natürlich, viel zu wenig. Ich fasse es nicht, ein Eber. Lauf. Das Leben regeneriert sich auch ein bisschen sehr langsam für mich. Das ist irgendwie nicht gut. So, das sieht schon mal gut aus. Okay, mal die Richtung wechseln. Jetzt kriegen wir einen Drehwurm. Na gut, dass ich das Leben nochmal hochgepusht habe jetzt. Okay. Aber also den Eber, wir haben hier einen Typen noch. Oder zwei, die ich jetzt noch an Bord habe. Da habe ich die Übersicht verloren. Da war einer. Ja,
Mist. Das wäre es fast gewesen. Das wäre es fast gewesen. Schon wieder. Muss ich jetzt den ganzen Quatsch nochmal machen? Oh, nee, das wird ja so lang. Oh, na gut, das wird wohl eine Überstunde werden. Wenn man auf was wartet, dann wird es natürlich am längsten dauern, das ist immer so. Na komm, noch eine Runde. Jetzt muss ich noch ein bisschen auftanken. Ja, ja, mach du mir. Ja, ja. Nee, sterben wollen wir noch nicht. Das waren Lastbomben, heiße brennende Lastbomben. Vorsicht, der Ballon wird gleich platzen. Und weg. Ja. Toll, jetzt ohne Waffe. Nicht da rein. Wo kommt denn der jetzt wieder her? Boah, glaubst du doch nicht. Da liegt was. Ich hab wohl was einstecken müssen, um die Waffe zu kriegen. Das ist plastische Idee, etwas für die Ewigkeit. Na, das war mal eine Runde. Ich dachte schon, gleich ist es aus. Jetzt wird hier gleich lecker was gegrillt. Oh. Oh Mann. Kannst du nicht gewinnen.
Ja. Durch die Gegend. Danach hasse ich die noch mehr, das verspreche ich euch. Danach wird es noch härter. Ja. Das wird ja aber mehr. Das wird nichts. Ich überlebe die dritte Runde. Wie denn? Ihr seid Scherzkekse. Jetzt kommt auch noch die Idee, eigentlich gegen zu rennen. Na klasse, das wird immer besser. Leute, ihr könnt euch auch gerne selbst gegenseitig schlagen, habe ich nichts dagegen. Oh Mann. Zwei sehe ich dann noch, wenn ich richtig zähle. Ich hoffe es doch. Ja, ich will ja gar nicht leiden. Aua. Immer auf den Hinterkopf, das ist unfair. Wenn man noch weg kann, ist auch. So, da müssen wir noch einen haben. Dann hoffe ich doch, dass die Runde hier bald erledigt ist. Ja, richtig auch. Ich stecke dir das Ding in den Hintern, das gebrummst, mein Freund. Ja, mal sehen, wie du schreist. Ich will es gar nicht wissen. Augen nach oben, Kackbratzen! Unser beschissener amtierender Champion kommt gleich per Seilrutsche hier reingerauscht! Oh je. Besiege den Champion. Der hat Rüstung, der hat ein Schild, na klasse. Sonst noch ein Bums. Klasse, ist das Ding nur noch weg. Super. Das ist
Okay, wir müssen das schon, wie müssen wir das machen? Dieses Mal muss ich Papillen nehmen, sonst komme ich nie rum. Und tschüss, ich bin schon wieder weg. Ich entschuldige mich jetzt schon, wenn das ein bisschen länger als Video wird, aber da komme ich ja nicht mehr raus aus der Nummer jetzt. Auch ein bisschen. Drei Medipacks habe ich noch. Verlass die Probe. Na, sehr gern. Oh. Ey, das war ja jetzt wirklich. Halleluja. Oh, jetzt hau ich den paar richtig auf die Löffel. Weil was der da gemacht hat, das ist ja. Boah. So, in welche Richtung? In die Richtung. Ey, da ist ja wirklich. Mein lieber Mann. Joi. Und hier meine Waffen sind weg, dann drehe ich eine Heizung. Und meine Waffen! Da oben. Ach gut. Ja klar, gegen mich wetten. Natürlich, ich hätte ja auch verlieren können. Vorratskiste entdeckt. Ja, erst brauche ich meine Waffen, sonst läuft hier gar nichts. Wo schmeißt du denn hier runter? Hm? Da. Direkt vor meinen Füßen sozusagen, das ist gut. Du meinst, du gehst ab wie Dünnschiss? Denn genau so bist du abgegangen. Unaufhaltsam. Ich glaube, mit dir könnte ich zusammenscheißen. Zusammenarbeiten. Was wir zusammen alles reißen könnten. Große Dinge. Ganz groß. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was genau, aber mir fällt schon was ein. Verlass dich drauf. Ich habe die besten Ideen. Nee, hast du nicht. Ich muss mal meine Denkermütze aufsetzen und brauche ein bisschen Freiraum, um mir was einfallen zu lassen. Mach dich mal rar, ich kann nicht denken, wenn du mir über die Schulter atmest. Ich melde mich. Oh, so, okay. Jetzt holen wir uns noch die Vorrede schnell. Und dann ist das für heute gegessen. Ah, da fällt schon wieder einer.
Joi, das war Hammer. Das war Hammer. Aber es ist wirklich wahr, man kann in der Hinsicht, kannst du wirklich nur im Kreis rennen und hoffen, dass du irgendwann zum Schlag kommst. Wer schießt denn nur hier? Mann! Tut mir leid, dass die Zwillinge euch angegriffen haben. Lebenserfahrung und Gott persönlich haben Joseph zu unserem Anführer gemacht. Unsere Familie braucht ihn. Ethan tut, was er kann, aber tut mir leid, ich sollte nicht weiterreden. Ja, ich verstehe schon. Hab was gehört. Ui, okay. Das war jetzt lang genug. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Mitfiebern. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!